Aber nun gut. Bin ja schon froh, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. So. Der Hinterhof. Unendliche Weiten. So, hier, bitteschön deine Grütze. Gib das her! Hey, langsam, langsam! Du willst dich doch nicht an dem Hufeisen verschlucken. Wow! Schmeckt genau wie die von meiner Oma. Da ist dieses Kribbeln im Hals. Ich glaub, sie wirkt schon. Meine Spucke wird schon dicker. Wenn du meinst... Danke, Hicks. Ehrlich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Du weißt aber schon, dass du immer noch im Knast bist. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Meine Arbeit als Trainer ist getan. Sieht so aus. Danke für alles, Coach. Du hast mir meine alte Form wiedergegeben. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du warst nie wirklich weg. Ich habe dich nur daran erinnert, dass du immer noch Bruno bist. Und es auch immer bleiben wirst. Ich werde dich nie vergessen, Trainer Hicks. Doch, danke, morgen. Bruno. Nur eins noch. Ja? Ich will jetzt das scheiß Frittierfett. Klar. Hier ist der Schlüssel zum Küchenschrank. Da ist das Fett drin. Na, endlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Schaust du dir meinen Triumph an? Bestimmt. Nein. Okay. Dann können wir jetzt endlich wieder zurück in die Küche. Das scheiß Frittierfett holen. Das hauen wir wahrscheinlich alles in den Topf. Also nicht den Topf, der da halt auf dem Herd steht, sondern halt den anderen. Den wir im Inventar haben. So. Dann machen wir hier Schlüssel plus Gedöns. Da 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 da. Frittierfett. Wuppdi-du. So. Das Ganze. Mal hier rein. Was Dressing dazu? Bombenbau. Ja, okay. Bisschen Wismut. Etwas Säureregulator gibt eine schöne Farbe. Eine schöne Farbe ist auch eher relativ, ne? Das Zeug. Ich geb doch nicht einfach meine Babys her. War das nicht das Zeug, was wir brauchen? Das brauchen wir auf jeden Fall. Das hier? Ich glaube, die Handvoll Streichhölzer werden als Phosphorquelle für die Bombe ausreichen. So, ist ein bisschen. In meiner Zelle kann ich ja immer Nachschub holen. Okay. Was war das noch, was wir brauchten? Bismut. Dünger. Seife muss ich reinpacken. Stimmt. Jute, alte Seife. Adieu, kleines Stück Seife. Wenn das Handbuch stimmt, ist dieser Topf gerade zu einer brauchbaren Bombe umfunktioniert worden. Ja, das klingt ja hervorragend. Dann gehen wir doch mal zu Charlie. Und dann jagen wir diesen Komplex hier mal in die Luft. Oder so. Den muss ich nicht. Nee, Streichholz vielleicht nochmal mitnehmen, aber was an die. Hey, keine Charlie! Zeit, mit Charlie zu quatschen. Ich muss eine Mission zu Ende führen. Och, ja gut, hier. Benutze Topf mit Charlie. Hey, Charlie! Bist du da? Also, bereit für den großen Knall? Wo hast du die denn her? Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, Charlie. Auch wenn es nicht ganz einfach war, um ehrlich zu sein. Wow, ich dachte immer, du wärst nur ein dummer, fauler, übellauniger, kleptomanischer Bastard. Aber jetzt sehe ich, das mit dem Faul stimmt gar nicht. Egal, bist du bereit, dass wir uns von hier verpissen? Da war sowas von. Schon seit ich hergekommen bin. Los geht's, bringen wir's hinter uns. Randy kroch in die Freiheit durch einen 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich's mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich's mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons. Etwas mehr als ein halber Kilometer. Ja, das ist natürlich schon hart. Wenn ich mir Randy vorstelle, wie er den U-Bahn-Schienen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln.
Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Aber wenigstens bin ich jetzt frei. Oh Mann. Ja, wir haben jetzt noch einen Schlüssel. Der Schlüssel zur Speisekammer in der Küche. Und die Kaugummis. Wozu war dann bitte schon die Gefängnis Insassenausrüstung, hätte ich jetzt mal gesagt. Die Klamotten. Egal, gehen wir erstmal nach Hause. Hallo? Guten Abend. Hey. Also, ich hoffe, wir sind nicht verheiratet oder so. War das eine Antwort? Weißt du was, ist auch egal. Ich will nur ins Bett und 1000 Stunden schlafen. Diejenigen unter uns, die ihn besonders gut kannten, haben oft über ihn gesprochen. Vor allem über die Nummer, die er abgezogen hat. Wir lachen gerne darüber. Manchmal macht es uns allerdings traurig, dass Randy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Magischer Ring, fuck you! Ich hab die Schnauze voll, ich gebe auf, okay? Ich lass das jemand anders machen, ich hab schon genug gelitten. Ich werde einfach lernen, mit dem Scheißfluch zu leben. Weil eins ist sicher, viel schlimmer kann's nicht werden. Tag 2199, Montag. Das letzte Barbecue. Mein Gott, es hat funktioniert! Ich bin immer noch frei! Mann, das ist der glücklichste Tag meines Lebens! Puh. Oh, was zum... Komm schon, echt jetzt? Fucking Armageddon? Das darf doch alles nicht wahr sein! Oh, super. Einfach super. Wie anders sollte man auch diese ganze Scheiß-Odyssee beenden, als mit dem verdammten Scheiß-Weltuntergang? Schwefelring, überall Lava und verfaulte Körper, soweit das Auge reicht, ganz nach meinem Geschmack. Na, klasse. Können wir hier rausgehen? Geh ich jetzt nicht raus. Okay, dann nicht. Willst du vielleicht ein bisschen daddeln in der Zeit? Ich bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren... Okay. Miete gibt's heute nicht. Marconi schlägt zurück. Ja, lass mal stecken, okay. Ich bin tot. Ich würde dir einen guten Tag wünschen, aber sicher hast du schon festgestellt, der Pfandleier, dass an diesem Tag nichts Gutes ist. Aber, wow. Ja, was aber? Ist dir eigentlich klar, wie viel Arbeit heute auf mich wartet? Und alles wegen dir. Die Hölle läuft über und der Papierkram stapelt sich bei mir bis zur Decke. Vielen Dank, Kumpel. Aber ich... Was willst du mir damit sagen? Du bist hier wegen meinem Traum, oder? Wovon um alles in der Welt redest du? Naja, ich hab da immer diesen Albtraum, wo du kommst, um mein Waschbecken zu reparieren und dann willst du meine Seele als Bezahlung. Und wie sollte ich irgendwas über deine nächtlichen Träume wissen? Glaubst du, ich bin so eine Art perverser Spanner, der auf die Träume anderer Leute abfährt? Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann. Na gut, okay. Aber was geht hier gerade ab? Was glaubst denn du? Das ist der scheiß Weltuntergang. Zufrieden? Warum sollte ich zufrieden sein? Du versuchst mir also klarzumachen, dass derjenige, der für das jüngste Gericht verantwortlich ist, nicht mal weiß, was er angerichtet hat. Ich soll dafür verantwortlich sein? Ich hab doch nur geschlafen. So einfach ist die Sache nicht. Du hast das Raum-Zeit-Kontinuum einmal zu oft verändert und die Realität bricht auseinander. Wir sind hier, um das System zu rebooten. Weißt du, einfach von vorne anfangen. Was heißt denn wir? Du weißt schon, wir im Sinne von ich und meine Brüder und dieser Charakter.
Hey Mann, der Tod hat mich mitgenommen. Matt, du lebst. Ja, hast du ein bisschen Knuspermüsli, Kumpel? Schön, dich zu sehen, Mann. Das ist schon so lange her. Klar, Mann. Also, was ging letzte Nacht? Hast du die Braut rumgekriegt? Was für eine Braut? Du weißt schon, die von der Show. Ich fühle mich, als wäre Sonntag Ewigkeiten her. Du bist so ein Schlappschwanz, Randall. Ein paar Bier und du weißt nicht mehr, was du letzten Abend angestellt hast. Ja, weißt du, ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Ach, entspann dich. Das Mädel war sowieso nicht deine Kragenweite, Alter. Die war sowieso mehr an ihrem Esel interessiert. Also, wie sieht's aus? Müsli? Klar, aber bist du sicher, dass es dir gut geht? Warum auch nicht? Obwohl, jetzt, wo du sagst, du warst derjenige, der ein bisschen komisch aussah. Man hätte glauben können, du wärst gerade aus dem Knast ausgebrochen mit dem orangefarbenen Pyjama. Meine Herren, verschieben wir doch die Pyjama-Party auf später, ja? Entschuldigung, Mr. Tod. So, meine lieben Jungs, ich habe mit euch zwei schon genug Zeit verschwendet. Das Kolosseum wird nicht von alleine in sich zusammenfallen, müsst ihr wissen. Naja, vielleicht doch. Ich habe jedenfalls eine Menge zu tun. Seelen ernten, Städte zerstören, Körper versengen, das volle apokalyptische Programm eben. Prinzipiell alles und jeden exterminieren, außer euch zwei beiden. Okay, aber was haben wir denn mit dem Ganzen zu tun? Er ist fast ebenso schuld wie du. Ihr wartet hier, bis ich mit der Apokalypse durch bin. Dann wird euch die Steuerbehörde für all eure Vergehen bestrafen. Die Steuerbehörde? Kann ich fernsehen? Wie oft soll ich noch sagen, dass du nicht immer irgendwelchen Unsinn auf dem Shoppingkanal bestellen sollst? Warte mal noch einen Moment. Ich hab da noch ein paar Fragen. Dann mach mal hin. Meine Brüder warten auf mich. Warum hast du keine Untertitel? Das ist halt mal so eine Frage. Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erden sein? Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erden sein? Exakt. So wie in der einen Folge von Twilight Zone, die mit dem Mann, der so gerne Bücher liest. Oh, der Typ, dem am Schluss die Brille kaputt geht. Eben die! Mann, was für eine Scheiße, was? Ja, eine ziemliche Scheiße. Es sei denn, er konnte Blindenschrift. Ich bin ja nicht gerne Spielverderber, aber ich persönlich würde lieber auf schmerzhafteste Weise sterben, als auch nur 2 Minuten mit den Pennern von der Steuerbehörde zu verbringen. Ha! Wir haben den ADAC überlebt. Wir sind härter drauf, als du glaubst. Tja, genau genommen haben wir den ADAC sogar abgefackelt. Aber wir haben es überlebt, stimmt's? Okay, mal sehen, ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber hey. Mal sehen, ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Aber du musst das verstehen, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin bloß das Opfer eines fürchterlichen Fluchs, der mich zwingt, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleiden. Also glaub mir. Wenn ich an der Situation irgendwas ändern könnte, hätte ich es schon längst getan. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du wirst hier warten, bis ich auch die letzte Spur von Leben auf der Erde vernichtet habe. Okay, okay, warte mal, Mann, warte. Willst du damit sagen, dass der Typ allen Ernstes und wirklich der Sensenmann ist? Wenn du nicht die ganze Zeit deine Fresse im Müsli hättest, wäre dir das sicher auch schon aufgefallen. Weiß nicht, sieht für mich aus wie ein Irrer in einem Kostüm. Und du meinst nicht, dass all die Leichen und das ganze Feuer irgendwie merkwürdig sind? Jetzt, wo du es sagst, kommt das Puzzle allmählich zusammen. Aber du kennst mich ja, heute ist Montag und normalerweise brauche ich bis Donnerstag, um mich vom Wochenende zu erholen. Entschuldigt bitte, aber seid ihr bald fertig? Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Seit wann zieht sich Matt in den Shoppingkanal rein? Hab ich schon immer. Wenn man die Realität verändert, hat das Konsequenzen. Ich habe nur eine Notlösung installiert. Du und der Typ mit der Brille habt das Raum-Zeit-Kontinuum einfach zu oft verändert. Was genau verändert denn das Raum-Zeit-Kontinuum? Und was hat das alles mit dem Shoppingkanal zu tun? Und wer ist eigentlich Paul? Jeden Tag wird die Geschichte neu geschrieben und alles muss im Einklang sein. Du hast erst versucht, alles wieder hinzubekommen. Sehr darauf konzentriert, eine wichtige Figur zu werden. Du bist das eigentliche Problem jahrelang nicht angegangen. Das stimmt doch gar nicht. Ich saß im Knast. Was zur Hölle sollte ich denn machen? Wunder, dass ich überhaupt fliehen konnte. Geht's hier um eine neue Fernsehsendung oder was? Jeden einzelnen Tag, den du drin verbracht hast, hatte ich eine Verabredung mit deinem bebrillten Freund hier. Aber alles wäre nicht passiert. Wäre da nicht ein kleines Detail.
Dein Freund hier ist völlig versessen auf eine bestimmte Produktlinie. Es geht um den Shoppingkanal, stimmt's? Du meinst die Wondermatic 9000 Serie, oder? Oh, da stehe ich voll drauf. Eben die Wondermatic Industries wurde größer und größer. Alles nur, um die Nachfrage zu befriedigen und um Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sie umzubringen. Hat er gerade gesagt, Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sich umzubringen? Aber das eigentliche Problem kam erst ein paar Monate später. Wenn man jeden Tag ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat man bald keine Idee mehr. Also war am Ende der Shopping-Kanal voll von nutzlosen Produkten, die außer Matt nie jemand kaufen würde. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich die Sache mit dem Shopping-Kanal. Aber Matt sieht eigentlich ganz normal aus. Er ist etwas weggedreht im Vergleich zum letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber sonst sieht er sogar ganz gut aus. Ach, dein Freund ist kein Problem mehr. Es ist erledigt. Obwohl er sich an das eine oder andere vielleicht nicht mehr erinnern wird. Tja, das ist ja dann nichts Neues. Warum redet ihr über mich, als wäre ich gar nicht da? Ich komme euch in ein paar Stunden abholen. Denkt nicht mal daran, diese Wohnung zu verlassen. Warte, aber... Kein Aber. Genug gequatscht. Ich bin wegen dir sowieso schon spät dran, weißt du? Bald werdet ihr beide die letzten Lebewesen auf diesem Planeten sein. Benehmt euch also. Was für eine merkwürdige Situation, was? Merkwürdige Situation? Na dann schau mal aus dem Fenster, da läuft gerade die verdammte Scheißapokalypse! Ja, sieht so aus. Frag mich, was da wohl passiert ist. Du meinst, das weißt du nicht? Alter, Tod höchstpersönlich hat dich eben hergebracht. Hast du uns überhaupt nicht zugehört? Puh, nicht so richtig. Er hat was vom Shoppingkanal gesagt, also dachte ich, der will dir irgendwas verkaufen. Ah, verdammt, Matt, wir haben's verschissen. Wir haben's aber mal so richtig verschissen, Alter. Aber wie kann das denn überhaupt unsere Schuld sein? Wie zum Geier haben wir es geschafft, das Ende der Welt heraufzubeschwören? Waren wir echt so besoffen? Ja, klar waren wir besoffen. Aber glaub mir, das ist der schlimmste Kater aller Zeiten. Ich weiß, wie es dir geht, Mann. Aber ich habe ein Heilmittel für all deine Wehwehchen. Wir brauchen nur etwas Milch, Müsli und den Shoppingkanal. Du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Müll man da kaufen kann. Ist wirklich irre. Es gibt nichts Besseres an einem Feiertag. Heute ist kein Feiertag, heute ist Montag. Ich weiß, aber scheiß drauf. Wenn Washingtons Geburtstag ein Feiertag sein kann, dann ja wohl auch die Apokalypse, oder? Ja, man so sieht. Siehste? Dann mal los. Okay, machen wir es uns gemütlich. Oh Mann. Gemütlich machen sie Apokalypse. Mit ein Stück Pizza am besten von hier. Und vielleicht jetzt auch mal mit weiteren Untertiteln. Es wäre ja schon mal schön. Gut, was ist denn in der Zeitung heute? Okay, das habe ich nicht. Herzlich willkommen zum Ende der Welt. Der Letzte macht das Licht aus. Na dann.